Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Freak Radio. Mein Name ist Udo Seelhofer. Ich habe heute die Marianne Hengel zu Gast. Und zwar ist die Marianne Hengel Obfrau des Vereins Roll On Austria. Den gibt es seit 1989, also schon seit über 30 Jahren, und ist eine Vertretungsorganisation für Menschen mit Behinderung. Frau Hengel, was hat sich denn jetzt in diesen 30 Jahren, seit es den Verein schon gibt, denn alles für Menschen mit Behinderung getan? Wie hat sich da die Lage entwickelt? Ja, zuerst einmal vielen herzlichen Dank, Herr Seelhofer, für die Einladung. Gerne. Die 30 Jahre, ja, ich sage immer wieder, dass der Blick auf Menschen mit Behinderungen schon ein anderer geworden ist. Man ist jetzt nicht mehr so erschreckt oder nicht mehr so entsetzt, sondern man ist eher, sage ich mal, neugierig geworden. Man geht auf die Menschen zu und fragt sie auch nicht mehr so botschert, sondern wenn man was wissen will, dann ist man einfach mehr interessiert. Und ich finde einfach auch, dass es gerade wir Selbstvertreter in der Hand haben, dass wir auf die Menschen zugehen und sie nicht vor dem Kopf stoßen, wenn sie ein bisschen deppert schauen, sondern dass es einfach wichtig ist, ihnen mit Charme und mit einer Freundlichkeit zu begegnen, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, sage ich einmal. Und ja, es hat sich schon einiges Gutes getan, das uns ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Und wie gesagt, es gibt noch viel zu tun, aber es hat sich auch vieles zum Guten geändert. Mit welchen Fragen kommen die Menschen denn zu Ihnen? Ja, also es ist so, dass, also sage ich jetzt einmal zusammengefasst, glaube ich schon, dass wir eine Anwaltsstelle sind. Also es kommen viele, viele Menschen zu uns, die diskriminiert werden, die ausgegrenzt werden, die wirklich ganz viele Beleidigungen und Ausgrenzungen erleben. Es kommen viele Menschen zu uns, die von den Behörden abgeschrieben worden sind, weil sie den Weg zu einem Job, für eine Arbeitsstelle, weil der abgebrochen wurde. Und da haben wir viele, viele Menschen, also an die 60 ungefähr, haben wir da, sage ich jetzt einmal, gerettet mit unserem brillanten Netzwerk, das uns ja auszeichnet. Haben wir da wirklich ganz tolle Arbeitsplätze vermittelt für Menschen mit Behinderungen. Zum Beispiel welche? Haben Sie da ein paar Beispiele? Ja, da gibt es ein paar Beispiele. Zum Beispiel ein junger Bursch, der hat eine Ausbildung gemacht übers AMS und wurde da auch unterstützt mit professionellem Coaching der Arbeitsassistenz. Und dieses Coaching war dann vorbei. Und dann hat er ein Jahr gesucht, dass er eine Arbeitsstelle kriegt, die für ihn passt und die auch seiner Ausbildung entspricht. Und was ich so schlimm gefunden habe, ist, dass man diese Ausbildung abgeschlossen hat. Und ich merke das immer wieder bei Menschen mit Behinderungen, auch in anderen Bundesländern wie Tirol, dass man dann sagt, auf Wiederschauen, Ausbildung abgeschlossen. Und ich würde es einfach schön finden, wenn man dann miteinander noch ins Finale geht, damit dann wirklich auch eine Eingliederung in den Arbeitsprozess, stattfinden kann. Und der Philipp, hat ein Jahr gesucht, ganz allein, war total überfordert. Und er hat uns dann erzählt und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil ich habe natürlich aufgrund meiner selber schweren körperlichen Beeinträchtigung auch so ein Muster im Kopf von Menschen mit Behinderungen. Und ich habe ja viele, viele Jahre in einer Einrichtung gearbeitet, wo schwerbehinderte Menschen unterrichtet werden. Und ich habe mir dann gedacht, das kann es nicht sein, dass der Bursche keinen Job kriegt. Und dann habe ich mich an den Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse gewendet und habe gebeten, ob er eine Chance kriegt, dass er schnuppern kann. Dann hat er mal 2 Monate schnuppern dürfen und der Chef von der Gebietskrankenkasse und auch dann der Chef von Philipp haben gesagt, sie seien so zufrieden mit ihm, sie möchten ihn nicht missen. Und jetzt hat er schon seit 2 Jahren, das wird es dann 2 Jahre, einen super coolen, tollen Arbeitsplatz. Zum Beispiel. Was müsste denn passieren, dass mit der Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt besser funktioniert? Ich finde, dass die Unternehmen oft viel zu voreilig
und sage jetzt einmal nicht wertschätzend den schwarzen Peter bekommen. Ich persönlich habe entdeckt oder in diesen Jahren die Erfahrungen gemacht, dass eigentlich der schwarze Peter den Behörden, die für uns zuständig sind, ob das jetzt die Arbeitsassistenz ist oder Promente oder wie sie halt heißen, die sollten viel mehr daran arbeiten, dass ein Netzwerk aufgebaut wird und einfach auf Unternehmen zugehen, um ihnen Berührungsängste nehmen, um ihnen Sachen aufzuzeigen, was auch Menschen mit Behinderungen, sag ich jetzt mal, leisten können, wie sie unterstützt werden mit Förderungen. Und da passiert meiner Meinung nach viel zu wenig. Viel zu wenig. Was müsste denn passieren? Welche Unterstützungen müsste es denn geben? Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an den Coach von Philipp. Der Philipp hat ja auch einen Coach gehabt oder eine Unterstützung von der Arbeitsassistenz. Hallo? Die werden für das bezahlt und die, sag jetzt einmal, und wieso bauen die nicht das Netzwerk raus oder auf? Die müssten ja auch längst schon ein Gefühl entwickelt haben für ihre Klienten, wo der hinpassen könnte. Und da merke ich einfach, dass da total viel Unwissenheit und auch teilweise keine Kompetenz vorherrscht. Also wie gesagt, ich finde, dass viel mehr genetzwerkt werden müsste. Das merke ich in alle Bundesländer. Und ich denke mal, was tun die eigentlich den ganzen Tag? Das ist jetzt fast ein bisschen frech, gell? Aber ein Mensch mit einer leichten Behinderung, das ist keine Kunst, den zu vermitteln. Und nicht einmal der Philipp in dem Fall war vermittelbar, sage ich mal, obwohl der wirklich nicht schwer behindert war. Aber wir haben auch schon viele schwerbehinderte Menschen vermittelt. Viele. Sie haben vorhin gesagt, dass die Unternehmen oft auch sagen, jetzt ist die Ausbildung vorbei und jetzt wieder Baba, auf Wiederschauen. Wie reagieren Sie da, wenn Sie sowas von Unternehmen hören? Also nicht die Unternehmen. In dem Fall die Einrichtungen wie Arbeitsassistenz, Innovia und wie sie alle heißen, den Menschen mit Behinderungen in Kooperation mit dem AMS eine Ausbildung ermöglichen und die sie dann begleiten. Und ich persönlich finde, dass da dazugehört auch dann am Ende des Tages, dass ein Arbeitsplatz herausschaut und nicht nur die Menschen ausbilden und sie dann verabschieden und der hat noch nicht einmal was in der Hand. Also das ist meiner Meinung nach, würde das dazugehören, dass man das, dass das ein ganzes Paket ist, von der Ausbildung her bis dann zum Finale des Arbeitsplatzes. Jetzt war es ja so, dass Rollon Austria 2019, also letztes Jahr, das 30-jährige Bestehen gefeiert hat. Und der Höhepunkt war da, glaube ich, ein Benefizkonzert am 5. April. Wie haben Sie denn das Konzert in Erinnerung? Wie ist es Ihnen da gegangen? Nein, wir haben eigentlich viele, viele Höhepunkte gehabt. Das war der Auftakt des Benefizkonzerts im Salzburger Land. Und das war unbeschreiblich. Das waren 900 Menschen im Kongresssaal in Saalfelden. Es war unvorstellbar, was da passiert ist. Wir haben zum einen einfach unsere Botschaft losgebracht. Unsere Botschaft, was die Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Behinderungen in Österreich betrifft. Wir haben Spenden lukriert, weil wir sind, das sollte man vielleicht da wissen, Rollon Austria lebt in diesen 30 Jahren nur von Spenden und da geht es im Jahr circa zwischen 250.000 bis 300.000 Euro. Das Geld muss ich zuerst einmal auftreiben, damit wir überhaupt leben können. Und wir haben da eine eigene Fernsehsendung beim ORF. Die Fernsehsendung heißt Gipfelsieg. Die Sendung wird von der Barbara Stöckl moderiert. Da sitzt immer ein behinderter Mensch gegenüber einem prominenten Menschen. Und wir fahren immer hinauf auf den Berg. Die Seilbahnen sponsern diese Fernsehsendung vom ORF. Und wir reden dann am Berg über die Höhen und Tiefen im Leben. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument für Rollon Austria, um seine Öffentlichkeitsarbeit wirklich bestmöglich unter die Leute zu bringen, wie man in Tirol so schön sagt. Und dann gibt es auch noch eine Radiosendung.
Radiosendung heißt Steh auf Menschen. Da darf ich auch mitmoderieren und im Rahmen dieser Radiosendung holen wir Menschen vor den Vorhang, die einfach große Herausforderungen zu überwinden haben, die aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, ich stehe auf und ich mache trotzdem aus meinem Leben was Schönes. Gibt es da Geschichten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, die Sie uns erzählen können? Ja, natürlich die 60 Arbeitsplätze. Natürlich hat es bei ein paar nicht hingekaut, das muss man jetzt einfach auch sagen. Sag jetzt einmal, von 60 werden ungefähr 10 gescheitert sein, weil sie einfach, weil sie nichts getan haben, weil sie immer die Behinderung in den Vordergrund gestellt haben, weil aber auch oft das Einverständnis mit dem Dienstgeber nicht funktioniert hat. Was ganz besonders schön war auch noch, war, wenn man ganz, ganz viele, viele Familien mit einem behinderten Kind unterstützen haben können, mit unserem Netzwerk. Das sind auch ganz wunderbare Geschichten. Und was auch besonders schön ist, ist die Begegnung mit Markus Lange-Swarowski. Den habe ich bei einem Pizzaessen getroffen und der hat mich dann gefragt, und, was habt ihr vor? Es tut so viel und man liest so viel. Und ich habe dann gesagt, momentan bin ich sehr, sehr traurig, weil wir werden ständig als schadensfrei bezeichnet. Und wir machen jetzt eine Kampagne, wir sind kein Schadensfall, die wir jetzt in Vorarlberg starten. Und er war da ganz entsetzt, dass wirklich Menschen mit Behinderungen als Schadensfall bezeichnet werden. Und ein paar Tage später habe ich einen Anruf gekriegt. Frau Engel, bitte ein Treffen mit dem Assistenten von Markus Lange-Swarowski. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt, weißt du was, wir machen jetzt aus dem Schadensfall ein Schmuckstück. Und das ist seit 2014 ist dieses Schmuckstück der Engel mit nur einem Flügel entstanden. Auf unserer Homepage www.roland.at kann man diesen Engel auch anschauen, der Engel Natascha. Und das ist unser Markenzeichen. Wir haben tausende von solchen Engel schon verkauft. Das ist auch unser Hauptsponsor, sage ich jetzt einmal. Und seit letztem Jahr gibt es auch ein Denkmal. Einen Engel mit nur einem Flügel, 2,30 Meter groß, mit tausenden von Lichtern. Er wurde am 5. Juni letzten Jahres sind wir in Rom gewesen mit den Roland-Engeln. Und dann wurde diese Statue, dieses Denkmal, wurde dann von Papst Franziskus gesegnet. Das war ein ganz ein besonderes Highlight anlässlich unseres Jubiläums 30 Jahre Roland Austria. Was gibt Ihnen das für ein Gefühl, wenn Sie wissen, Sie haben da jetzt einem Menschen wirklich weiterhelfen können? Ja, das ist natürlich ganz super, weil ich einfach selber so schwer beeinträchtigt bin und ich einfach weiß, wie zum Beispiel letzte Woche haben wir einen Mann aus dem Salzburger Land, der ist überall, eigentlich von den Behörden fast überall durchgefallen. Ein elektrischer Rollstuhl, den er dringend braucht, 16.000 Euro. 3.000 Euro haben wir aufgetrieben übers Land Salzburg. Und ansonsten sind wir angestanden. Und dann hat er gesagt, ich kann nie mehr wieder hinausfahren ins Freie, weil ich kann mir das nicht leisten. Ich habe einfach nicht so viel Geld. Und aufgrund seiner Muskeldystrophie kann er nicht mehr arbeiten. Und dann hat Roland einen Engel kontaktiert, der nicht genannt werden will. Und dieser Engel hat nachher den Rest also von diesem Rollstuhl finanziert. Und das sind einfach so unglaubliche Geschichten. Und das passiert bei Roland nicht einmal, sondern immer, immer, immer wieder. Und, oder zum Beispiel vor 14 Tagen haben wir haben eine Familie unterstützt, die haben ein schwerbehindertes Kind. Und in Tirol hat weder die Politik noch die zuständigen Stellen eine barrierefreie Wohnung gefunden für die Familie. Und wir haben gesagt, wir werden jetzt da so lange dranbleiben, bis wir die Wohnung haben. Und es war tatsächlich eine Arbeit von 24 Monaten. Hartnäckigkeit, lästig. Einmal bin ich ausgeflippt komplett. Und dann im Februar habe ich es dem Wirtschaftskammerpräsidenten erzählt von Tirol. Und der hat dann gesagt, ich glaube, ich kann euch helfen. Ich habe selber eine Wohnung, die ist so nicht ganz barrierefrei, aber die riecht die her. Und letzte Woche hat die Familie dann endlich nach so vielen Monaten Hartnäckigkeit und Verzweiflung eigentlich auch die Wohnung bezogen. Und das sind natürlich die Highlights. Das ist natürlich super. Wie wichtig ist es denn,
dass Menschen mit Behinderung auch heute noch eine Lobby haben und wie wichtig ist da das Networking? Ja, das ist ja genau das, was Roland Austria, sage ich jetzt einmal, auszeichnet und ausmacht, dass wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit einfach die Menschen schon aufwühlen, zum Umdenken anregen, auch zum Beispiel mit unserem Kinderbuch Marianne und die roten Zauberstiefel, da gehen wir zu den Kindern, so ein Kind greift zu uns an, mag schon mal meine Nase kratzen, heben wir das Glasl zum Trinken her und ich glaube einfach, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit eine freche ist, eine sehr selbstbewusste Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein Roland Austria heißt ja, wir sind behindert. Wir wollen nicht ständig diskutieren müssen jedes Jahr, welchen Namen das es für Behinderungen gibt. Wir haben nichts zu verstecken. Und wir wollen einfach dadurch unser Selbstbewusstsein einfach auch zum Ausdruck bringen, indem wir sagen, wir sind behindert, wir legen unsere verbogene, verrunzelte Hand auf den Tisch und sagen, hallo, greift es uns an und wir reden über das. Und ich glaube einfach, dass diese Öffentlichkeitsarbeit uns schon sehr viel weitergeholfen hat und auch schon sehr viele Berührungsängste abgebaut hat. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1989. Wie ist es denn zur Gründung von Roland Austria gekommen? In Tirol gibt es ein Förderzentrum für körper- und mehrfachbehinderte Kinder. Das ist ein Internat mit Schule. Und in diese Schule bin ich selber auch gegangen, also als Salzburgerin. Bin ich dann nach Tirol gekommen mit 6 Jahren, natürlich ein großes Heimweh. Und auch wenn so viele Menschen immer über die Einrichtungen schimpfen, ich kann das nicht und will das nicht, weil ich habe einfach gelernt, wie soll ich sagen, diese Einrichtung hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Ich habe selbst Bewusstsein gelernt, ich bin sehr musikalisch, habe gelernt mit einer Hand ein Instrument zu spielen, ich habe gelernt mit der Schreibmaschine dazu mal zu schreiben und ich habe einfach gelernt, dass es viele Menschen mit Behinderungen gibt, die noch viel schlimmer dran sind, wie ich selber. Und diese Einrichtung mit 100 schwerbehinderten Menschen, die haben dann gesagt, es ist höchst an der Zeit, dass sich Menschen mit Behinderungen selber auf die Hinterradeln stellen und für sich selber eintreten. Und dann wurde der Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen gegründet, mit mir als Obfrau. Und seit 2007 ist es der Verein Roland Austria. Wie hat sich denn die Arbeit des Vereins selbst in dieser Zeit verändert? Ja, komplett. Es war natürlich am Anfang sehr zaghaft, sehr, sehr naiv zum Beispiel. Und angefangen haben wir mit einer Öffentlichkeitsarbeit, die in Europa da zumal wirklich ganz einzigartig war. Wir haben eine Modengala organisiert mit Rollstuhlmodels und Schülerinnen und Schülern der HAK Innsbruck. Wir haben dann einen riesengroßen Preis gewonnen europaweit. Wir haben viele Preise gewonnen und dann haben wir oder habe ich gemerkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass diese Öffentlichkeitsarbeit einfach den Menschen gefällt und dann haben wir angefangen, einen Werbespot zu initiieren. Da habe ich dann wieder Menschen auftrieben, die uns unterstützt haben, weil wir das ja finanziell gar nicht tragen hätten können. Und haben wir wieder einen Haufen Preise gewonnen, vom österreichischen Wirtschaftsfilmpreis bis zum 4. Preis vom Topspot und also wirklich. Und das war dann unsere Öffentlichkeitsarbeit, einfach den Menschen mit Behinderung vor den Vorhang zu holen und nicht als Mitleid, sondern einfach stark und selbstbewusst. Und so ist es einfach dann immer weiter und weiter gegangen. Wie wichtig ist es denn, Menschen mit Behinderung vor den Vorhang zu holen, wenn man jetzt auch zum Beispiel an die ganzen Klischeebilder denkt, die es immer noch gibt in der Öffentlichkeit? Ja, unbedingt. Ist es wichtig und da hilft uns ja auch unsere Fernsehsendung Gipfelsieg, die auf ORF 3 ausgestrahlt wird, sehr. Weil da wird der Mensch mit Behinderung plötzlich von einer ganz anderen Seite gesehen. Und da geht es einfach darum, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch mit einer Behinderung, der vorher gesund war, erzählt, dass er nicht mehr atmen hat selber können, dass er nicht mehr selber essen hat können, dass er nicht mehr selber hat aufs Klo gehen können und wie er das gelernt hat wieder, was das für eine Herausforderung ist
Und was auch viele Menschen nicht bedenken, dass es jeden treffen kann. Und dass das ja wir uns selber nicht ausgesucht haben. Oder auch Menschen, die von Geburt an schwer behindert sind, dass das einfach eine riesengroße Herausforderung ist. Und dass man uns, dass sich eigentlich viele von uns schon auch was abschauen können, wenn Menschen oft in jedem Dreck jammern und sumpsen. Ich glaube einfach, dass wir da Vorbilder sind. Und diese Sendung, wir drehen jetzt dann bald die 30. Folge, hat wirklich die Menschen fasziniert und zum Nach- und Umdenken angeregt. Ich denke, man sieht an solchen Geschichten ja auch immer, was ein Mensch eigentlich alles überwinden kann, wenn er möchte, oder? Ganz genau so ist es, wenn ein Mensch an sich selber glaubt, der Wille kann also wahrlich Berge versetzen. Die Sendung heißt ja Gipfelsieg, der Wille versetzt Berge. Und was auch vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, vis-à-vis sitzt der prominente Persönlichkeit und die behinderte Persönlichkeit. Und die prominente Persönlichkeit erzählt plötzlich Dinge aus seinem Leben, die kein Mensch weiß. Dass die Mama früher gestorben ist und dass man als Kind schon so halbweise war, dass sich der Papa nichts geschissen hat drum und dass er jetzt trotzdem ein großer Schlagerstar ist oder ein großer Künstler oder ein Schauspieler. Jeder Mensch hat sein Bagdel zum Tragen und jeder Mensch ja, hat einfach seine Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, das macht uns dann einfach wieder, das macht das Menschsein wieder aus und das verbindet uns einfach auch. Und wenn man das Backel miteinander trägt, ist dann nur halber zu schwer, oder? Wenn man das Backel miteinander tragt, ja genau, und wenn man einfach auch da fragt, dass der andere es auch nicht so leicht hat, dann ist es halb so schwer. Und ich glaube einfach, dass man die Menschen wahnsinnig überraschen mit der Sendung Gipfelsieg, weil einfach viel erzählt wird, das was sonst nie an die Öffentlichkeit käme. Zum Beispiel eine junge Frau, die schwer behindert ist und einfach eine tolle Mama ist. Oder ein Schauspieler im Rollstuhl, schwer behindert, wie zum Beispiel der Dr. Peter Radke, der hat die Menschen zutiefst berührt, wie die Barbara Stöckling gefragt hat, was er sich wünscht, wenn jetzt die Fee käme. Und er sagt, ich wünsche mir einen Assistenten. Ich glaube einfach, dass das Aussagen sein, die Menschen schon sehr zum Um- und Nachdenken anregen. Welches Feedback und welche Rückmeldungen geben denn da die prominenten Persönlichkeiten, die da auch Teil der Sendung sind? Die prominenten Persönlichkeiten werden dann zum Teil Botschafter von Roland Austria. Also wir haben sehr viele Botschafterinnen und Botschafter, weil sie einfach auch irgendwie aufgeweckt werden und einfach auch sehen, dass was es im Leben, um was es im Leben wirklich geht. Letzte Woche oder vor 14 Tagen habe ich ein Interview gemacht mit der Nummer 1 im Rollstuhl-Tennis, mit Nico Langmann und mit seinem Freund, mit Dominic Thiem. Und das war so cool, wie sie plötzlich erzählt haben, was im Leben wirklich zählt und was das Menschsein ausmacht, wie man plötzlich das alle merken aufgrund dieses Coronavirus. Und das ist einfach wichtig, dass man die Leute dahin führt, damit sie das sehen und einfach dann auch nachdenken und umdenken. Und das sollte einfach dann auch uns wieder helfen, uns Menschen mit Behinderungen, dass uns die Menschen anders sehen, dass dadurch ein Netzwerk aufgebaut wird. Und dass dadurch einfach viele Menschen Berührungsängste verlieren. Apropos Coronavirus, wie hat sich denn die Arbeit von Roland Austria durch die derzeitige Situation verändert? Wir sind noch aktiver. Mir war ganz, ganz wichtig, jetzt nicht das sinkende Schiff zu verlassen, sondern ich habe mir überlegt, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine neue Strategie, wo man noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen müssen, gerade in Zeiten wie diesen, dass der Mensch mit Behinderung nicht vergessen wird, weil er wird dann hier gefragt. Und ich traue mir das zu sagen, dass in Zeiten dieses Coronavirus, diese letzten 10 Wochen, Roland Austria noch nie so intensiv und aktiv unterwegs war wie jetzt. Und ich glaube, wir haben eine Roland Online-Gala gemacht, die so erfolgreich war. Allein über Facebook haben wir 17.000 Zuschauer gehabt.
Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, jetzt erst recht Flagge zu zeigen. Und das machen wir. Ja, was? Jetzt haben wir vorher über die Vergangenheit und über die Gründerzeit von Roll und Austria geredet. Was ist denn in der Zukunft jetzt geplant? Das Wichtigste in der Zukunft, das ist natürlich die große Wirtschaftskrise. Der müssen wir jetzt den Gegenwind ansagen, weil gerade jetzt, wie gesagt, unsere Sponsoren, die so viel Geld für uns ausgeben, da wird sicher der eine oder andere wegbrechen aufgrund der Wirtschaftskrise. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder eine neue Strategie entwickeln, dass Roland Austria überlebt. Und dann in weiterer Zukunft, wenn ich das irgendwann einmal nicht mehr mache, die nächsten 10 Jahre, werde ich es noch machen, aber wenn ich es dann einmal nicht mehr mache, dann muss ich natürlich schauen, dass ich mal einen guten Nachfolger finde. Einer steht schon so gut wie fest. Das ist meine rechte Hand, das ist der Herr Pfauser. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass auch ein Mensch mit einer Beeinträchtigung dann in diesem Boot sitzt. Ja, dann sage ich mal vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön, ich freue mich auch. Und ich bin schon sehr gespannt, wenn ich mir es dann selber nochmal anhorchen und anschauen kann. Das ist immer dann ein eigenes Erlebnis wieder, ja, das stimmt. Gut, dann nochmal Dankeschön. Danke.